Das ist Konrad. Konrad liest gerade am Frühstückstisch Zeitung. Es sind winzig kleine Partikel, die am Lagerhadron und Collider LHZ nahe Genf miteinander kollidieren. Von der Auswertung der Protonencrashs erhoffen sich Forscher ganz neue Einblicke in die Teilchenphysik. Das Standardmodell der Elementarteilchen steht auf dem Prüfstand. Elementarteilchen? Was ist das? Hat das etwas mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft zu tun? Nein, das ist doch Unsinn! Elementarteilchen sind die kleinsten Bausteine der Materie. Die Geschichte der Teilchenphysik reicht weit zurück, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit machte der Engländer Joseph J. Thomson eine große Entdeckung. Er entdeckte das Elektron. Vor Thomsons Entdeckung stellte man sich vor, dass alles aus kleinen Bausteinen zusammengesetzt war, den Atomen. Atom kommt aus dem Griechischen und bedeutet unteilbar, da man der Annahme war, dass dies der allerkleinste Baustein war. Thomson bewies jedoch durch seinen Versuch, dass es Ladungen im Atom geben musste und verwarf das Modell. Er nahm an, dass es im Atom verteilt negative Ladungsträger geben müsse, die sich in der positiv geladenen Hülle befanden. Nun stellte man sich das Atom wie ein Rosinenbrötchen vor. Das Elektron und somit das erste Elementarteilchen war entdeckt. Doch das Bild des Atoms hat sich noch weiter verändert. Es wurden und werden immer mehr Elementarteilchen entdeckt. Mittlerweile ist dies sogar schon ein eigenes Gebiet in der Physik, die Teilchenphysik. Um mehr über dieses Thema zu erfahren, geht Konrad jetzt ins KIT, das Karlsruher Institut für Technologie, ein Zusammenschluss des Forschungszentrums und der Universität Karlsruhe. Unsere momentane Vorstellung, wie ein Atom aufgebaut ist, ist folgendermaßen. Im Inneren haben wir den Atomkern. Dieser besteht aus Protonen und Neutronen. Und außen herum befinden sich die Elektronen. Diese sind nicht auf irgendwelchen Bahnen, sondern sie befinden sich einfach als eine Wolke außerhalb und haben eine gewisse, befinden sich in Orbitalen, wo sie sich aufhalten, die so aussehen können oder auch so. Aber das ist jetzt noch nicht maßstabsgerecht gezeichnet. Würde man das wirklich maßstabsgerecht versuchen und hätte zum Beispiel der Atomkern die Größe eines Knopfes, dann wäre die Größe dieser Orbitale in etwa der Karlsruher Zirkel. Jedoch sind die Neutronen und Protonen noch keine Elementarteilchen. Der Atomkern besteht also aus Protonen und Neutronen. Schaut man sich diese aber genauer an, findet man, dass dies noch nicht die elementaren Bausteine sind, sondern jedes Proton und Neutron besteht aus Quarks. Und zwar das Proton aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quark und das Neutron aus zwei Down-Quarks und einem Up-Quark. Ein Proton besteht also aus drei Quarks, nämlich zwei Up-Quarks und einem Down-Quark. Die Up-Quarks haben eine elektromagnetische Ladung von plus 2/3 der Elementarladung, die Down-Quarks eine Ladung von minus 1/3 der Elementarladung. Daneben besitzen sie aber noch eine andere Ladung, die man Farbladung nennt und die drei Werte annehmen kann. Rot, grün und blau. Insgesamt muss ein Proton oder auch ein Neutron farbneutral sein. Das heißt, jeweils ein Quark in einem Proton ist rot, eines grün und eines blau. Insgesamt hat das Proton also eine positive Ladung, was man folgendermaßen sehen kann. 2/3 plus 2/3
minus 1 Drittel ist gleich 1. Und das Neutron ist elektrisch neutral. Zu jedem Proton im Atomkern gibt es ein entsprechendes Elektron in der Atomhülle, das die Ladung minus 1 hat. Und damit ist das gesamte Atom elektrisch neutral. Neben den schon besprochenen Up- und Down-Quarks und Elektronen gibt es von jedem noch zwei schwerere Kopien. Diese können nur bei Teilchenbeschleuniger-Experimenten erzeugt werden und zerfallen sehr schnell wieder. Dies vervollständigt unser momentanes Bild der bekannten Materieteilchen. Daneben gibt es noch die Austauschteilchen. Für die elektromagnetischen Wechselwirkung ist es das Photon, also Licht. Daneben gibt es aber noch andere. Für die Farbladung ist das Gluon zuständig als Vermittler der starken Wechselwirkung. Außerdem als Vermittler der schwachen Wechselwirkung gibt es noch die W- und Z-Bosonen. Nun, da Konrad weiß, was Elementarteilchen sind, kann er sich endlich seinem Frühstück widmen.